Hi, ich bin Tanjo, ich bin einer der Pressesprecher der Aktion Ende Gelände, bei der wir am kommenden Samstag, den 15.08., versuchen werden, mit 1000 und mehr Leuten an die Kante eines der großen Braunkohletagebaue zu kommen, von der Kante runter in den Tagebau und dann versuchen werden, diese großen apokalyptischen Bagger zu besetzen und lahmzulegen, mit denen RWE hier die Braunkohle aus dem Boden holt. Und Braunkohle ist einer der zentralen Treiber des Klimawandels. Das ist der Grund, warum wir hier sind. Momentan stehen wir vor dem Klimacamp. Da sind ungefähr 1000 Leute aus, ich habe bisher ungefähr 20 Ländern auf allen 5 Kontinenten gezählt. Das sind Leute aus der globalisierungskritischen Bewegung, aus der Antifa, das sind Feministinnen hier, wir haben auch einen katholischen Priester getroffen. Das ist eine breite Diversität, eine bunte Diversität von Leuten, die jetzt momentan, vergangene Woche und diese, zwei verschiedene Workshops-Programme wahrnehmen können. Einerseits macht das Klimacamp selbst Workshops, viel über so nachhaltiges Leben und DIY. Und daneben gibt es auch noch die sogenannte Degrowth-Sommerschule. Also vielleicht können sich einige Leute erinnern, letztes Jahr gab es in Leipzig eine Degrowth, eine wachstumskritische Konferenz mit gut 3000 Leuten und einem riesigen Programm. Und da wurde die Frage gestellt, was macht man eigentlich, wie macht man Wachstumskritik denn konkret? Und dann haben wir von der Klimagerechtigkeitsbewegung, wir sind auf die Degrowther, auf die Wachstumskritikerinnen zugegangen und sagten, hey, einer der zentralen Treiber der kapitalistischen Wachstumsmaschinerie sind die fossilen Brennstoffe. Und von den fossilen Brennstoffen ist die Braunkohle der dreckigste. Und nächstes Jahr planen wir im Rheinland eine große Aktion, eine Aktion des massenhaften zivilen Ungehorsams, um den Braunkohletagebau zu stoppen und die Braunkohle zu delegitimieren und für einen sofortigen Kohleausstieg zu kämpfen. Und da gab es sozusagen die Idee, okay, lass uns doch zusammen machen. Es gibt also die Idee, diese Degrowth-Sommerschule heißt Degrowth konkret Klimagerechtigkeit. Das ist so ein bisschen das zentrale Thema, warum wir hier sind. Die über 1000 Leute sammeln sich hier nicht nur natürlich für das Workshop-Programm, sondern für die Aktionen, die wir am Samstag machen wollen. Und ich weiß nicht, wie sehr da alle up to speed sind bei dem Thema, aber wenn man sich die Klimadynamik anschaut, fallen einem zwei Sachen auf. Einerseits, es wird alles die ganze Zeit schlimmer. Emissionsraten steigen, globale Emissionen steigen, extreme Wetterevents, die überall vor allem die betreffen, die am wenigsten zum Klimawandel beigetragen haben, die da immer darunter am meisten leiden. Dürreausfälle, Konflikte, die darum entstehen, Fluchtbewegungen, die dadurch ausgelöst werden. Alle diese Dinge werden immer schlimmer. Gleichzeitig sehen wir das einerseits auf der Bundesebene, der Klimaschutzplan, der von Sigmar Gabriel vor kurzem vorgelegt wurde, effektiv von Team Kohle, also den Kohlekonzernen und auch den verbündeten Gewerkschaften niedergeschossen wurde. Das heißt, die Bundesregierung zeigt sich völlig inaktiv im Klimaschutz. Und andererseits sehen wir auch, dass die Klimaverhandlungen in Paris, jetzt 2015, Ende des Jahres, im Dezember da stattfinden werden, die werden möglicherweise einen Deal produzieren, aber dieser Deal wird mit absoluter Sicherheit nicht dazu beitragen, signifikant Treibhausgasemissionen zu reduzieren oder eine gerechte Umverteilung des Reichtums vom Norden in den Süden zu leisten, denn wir haben ja sozusagen historisch kollektiv über unsere Verhältnisse geredet. Das ist also, wir sehen klimapolitisch, die Emissionen steigen, die Auswirkungen des Klimawandels werden schlimmer und die offizielle Politik ist völlig lahmgelegt. Das heißt, es ist total offensichtlich, dass wir anfangen müssen, hier auch zur Aktion zu schreiten. Wir müssen auch die Regeln übertreten, wir müssen hier zivilen Ungehorsam leisten, damit endlich mal effektiver Klimaschutz gemacht wird. Gleichzeitig ist Klimaschutz auch gar nicht das einzige Thema, um das es uns geht. Zweites Thema ist die Energiewende. Ein ganz interessantes Projekt mit großer internationaler Signalwirkung. Und die Energiewende ist ja in Deutschland, das ist ja nicht nur so ein großes, das ist ja kein großes Konzernprojekt. Die Energiewende wird von unten vorangetrieben. Über 60% der installierten erneuerbaren Kapazität gehört Individuen, Bäuerinnen und Bauern, Energiegenossenschaften oder Stadtwerken. Das ist eine Energiewende, ist nicht nur eine technische Wende, ist auch eine politische und gesellschaftliche Wende hin zu mehr gesellschaftlicher Autonomie. Und da haben wir vor ein paar Jahren die Atomkraft mehr oder minder effektiv, also mehr oder minder aus dem Stromsystem gekegelt. In ein paar Jahren wird das wirklich abgeschaltet. Und dann ist ganz klar der nächste Kampf, der gegen die Braunkohle in Deutschland. Momentan noch der größte Energieträger. Und um diese Energiewende von unten voranzutreiben, sagen wir auch, wir kämpfen jetzt gegen die Braunkohle. Die Bundesregierung versucht, die Energiewende zu verlangsamen, damit ihre Freunde, die Stromkonzerne, sie wieder sozusagen übernehmen und kontrollieren können, also auch den erneuerbaren Sektor. Und deswegen müssen wir jetzt von unten weiter pushen, genau wie wir gegen die Atomkraft gepusht haben, auch gegen die Kohlekraft. Und ich habe es ja vorhin schon gesagt im Kontext mit der Sommerschule, ein dritter zentraler Grund für uns das zu machen ist, weil wir auch im weiteren Sinne
diese wahnsinnige kapitalistische Wachstumsmaschinerie angreifen wollen. Es ist einfach völlig unmöglich, auf einem endlichen Planeten unendliches Wachstum zu haben. Oder vielmehr, wenn man ein System hat, das auf unendlichem Wachstum basiert, auf einem endlichen Planeten, dann bedeutet das, dass vor allem die Schwächsten immer am meisten darunter leiden und einfach hier im globalen Norden, vor allem von den globalen Eliten, der Reichtum eingestrichen wird. Und auch da sagen wir, die fossilen Brennstoffe sind einer der zentralen Treiber der kapitalistischen Wachstumsmaschine. Deswegen sagen wir, am Samstag werden wir versuchen, diesen Tagebau lahmzulegen. Wir werden über 1000 Leute sein, wir werden die Bagger blockieren und hoffentlich ein Zeichen setzen, dass der Kohleausstieg genauso, bald genauso geflügeltes Wort sein wird wie der Atomausstieg.